Guten Abend, meine Damen und Herren. Als Teilnehmer einer Himalaya-Expedition waren wir, wie ich Ihnen ja im ersten Bericht schon erzählt habe, von den Engländern in Indien bei Ausbruch des Zweiten Weltkrieges interniert worden, hinter Stacheldraht gesetzt worden. Mit meinem Freund Peter Aufschneider floh ich nun aus dem Gefangenenlager in Dehradun. Wir hatten inzwischen 5-mal den Hauptkamm des Himalaya und Transhimalaya überquert und dabei etwa 65 Pässe zwischen 5 und 6.000 Meter Höhe überschritten. Nach etwa 2.000 Kilometer Marschierens befanden wir uns nun im Tale von Lhasa. Unsere Befürchtung, im allerletzten Augenblick noch aus der heiligen Stadt herausgehalten zu werden, wir hatten nämlich in einigen Reisebüchern gelesen, dass Mönchspolizisten die heilige Stadt bewachten, diese Befürchtung traf zum Glück nicht zu. Es lungerten nur ein paar Bettler an der Mauer herum, die uns höchstens für Pilger oder eine neue Konkurrenz hielten. Bevor man in die Stadt hineinkommt, bildet eine Felsbarriere, eine natürliche Mauer. Und hier gibt es nun mehrere Chörten, das sind also Grabmäler, Reliquienschreine, in Indien unter dem Namen Stupa bekannt. Und der mittlere davon ist durch ein Loch durchbrochen und dieser Platz heißt Bago Galin, das westliche Eingangstor nach Lhasa. Erst wenn man durch dieses Tor durchschreitet, kommt man zu den ersten Häusern von Lhasa, aber es ist noch fast 1 Kilometer, bis man wirklich zur Stadt kommt. Auf dem Wege zur Stadt selber, nun geht man am Fuße des Potala vorbei und es ist wirklich faszinierend und fast unglaublich, hier auf dem Dach der Welt in fast 4000 Meter Höhe ein wolkenkratzerähnliches Gebäude vorzufinden. Bei den ersten Häusern baten wir dann um Hilfe, wurden immer wieder abgewiesen, auch im Stadtinneren wurden wir hinausgeworfen, dann aber weigerten wir uns einfach weiterzugehen, wir konnten nicht mehr und so setzten wir uns einfach in den Hof eines Hauses nieder. Sofort gab es eine große Menschenmenge, die sich um uns ansammelte, sie teilte sich dann plötzlich und heraus trat ein in Seide gekleideter Bönpo. Die Leute raunten sich zu, das sei der Lokbön, das heißt der Bönpo für Elektrizität, obwohl es längst keine Elektrizität mehr in Lhasa gab. Dieser Bönpo versprach uns dann bei der Regierung vorzusprechen, damit er uns in sein Haus aufnehmen könne. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht in der Stadt und so viele andere Tibeter waren zur Regierung gelaufen, um zu melden, dass zwei Fremde in der Stadt seien, dass die Regierungsleute ursprünglich angenommen hatten, es gebe eine richtige Invasion. Wir lernten inzwischen schon ein wenig von der Stadt kennen. Der meiste Teil des Lebens spielt sich ja in den Straßen ab. Bei diesen Besuchen glaubten wir natürlich bei unserer Unterhaltung schon fließend Tibetisch zu sprechen, aber wir sprachen den Dialekt der Bauern und der Nomaden von West-Tibet. Am Anfang schmunzelte man etwas, dann später erzählte man uns eben, dass wir Redewendungen hatten, die sie selber gar nicht kannten, aber sie haben so viel Humor, dass sie später selber einige dieser Redewendungen sogar in ihren eigenen Wortschatz aufgenommen haben. Dann gab es auch eine Einladung der Familie des Dalai Lama selber. Wir wurden mit Geschenken überhäuft, auch sehr viele Eier bekommt man meistens. Leider sind diese Eier immer sehr alt. Man behält sie dann einfach so lange, bis man selber ein Geschenk für jemanden anderen braucht. Hier sehen wir auch einige Familienmitglieder der Dalai Lama-Familie, die Mutter und den Vater und eines der Geschwister. Bei den großen Einladungen essen die Adeligen in Lhasa mit Stäbchen. Auch Lobsang Santenla, einer der älteren Brüder des Dalai Lama, sehen wir hier. Mit ihm habe ich mich dann sehr eng befreundet. Und vor allem durch diese Kontakte stieg unser Ansehen in der Stadt. Lhasa ist ja die Hauptstadt des Landes, hat etwa 25.000 Einwohner. Allerdings schwillt diese Zahl auf über 100.000 an, wenn es dann die großen religiösen Zeremonien gibt. Das Wort Lhasa kann man in zwei Teile teilen, wobei Hla Gott oder die Götter heißt und Sa der Platz, die Erde, also Lhasa der Platz, wo die Götter wohnen. Eine solche maßstabgetreue Karte von Lhasa gab es natürlich früher nicht. Diese haben erst Aufschneider und ich dann gezeichnet. Wir lebten bereits wie die Tibeter, wir konnten mit
Marsband und Theodolit in jeden Winkel, in jeden Tempel hineinkriechen. Die Tibeter zeichnen allerdings schon seit Jahrhunderten wunderschöne Karten. Sie werden auch bunt bemalt. Man sieht den Fluss in der Mitte der Karte. Die Berge und Häuser stehen oben gerade und unten auf dem Kopf. Hätten bloß Aufschneider und ich solche Karten gehabt. Natürlich sind sie nicht maßstabgetreu, was wir von einer Landkarte erwarten. Aber das ist für den Tibeter gar nicht wesentlich. Er will nur wissen, dass er, wenn er über diese Hängebrücke hinübergeht, später eine andere Brücke findet, um auf sein Ufer wiederum zurückzukommen. Ob er dorthin in 2 Stunden oder 2 Monaten kommen wird, ist ihm ja völlig egal. Und es ist eben gerade dieser Zeitbegriff, der verschiedene, der uns so unterscheidet von, als Europäer von den Asiaten. Aber nun zurück in die Stadt Lhasa. Hier haben wir zum Beispiel den Plan, die Zeichnung des berühmtesten Tempels, des Zuglakang, der ja in der Mitte der Stadt Lhasa steht. Er stammt aus dem 7. Jahrhundert, das war die Zeit, als der Buddhismus aus Indien über China nach Tibet gelangte. Vor dem Tempel, vor dem Haupttor, sieht man die Frauen, die Pilger, wie sie sich bis zu 1000 Mal der Länge nach hinwerfen. Und in den 1200 Jahren, seitdem der Tempel schon steht, haben sich richtige Rillen und Rinnen in den Stein gebildet. Über dem Dach verschiedene Glückszeichen, vor allem das Lebensrad, das von 2 Rehen hochgehalten wird. Die großen Tempelhallen werden natürlich von Holzsäulen gehalten, denn Eisentraversen kennt man ja nicht. Diese Säulen werden allerdings dann sehr schön geschnitzt und bunt bemalt. Ein großes Kuriosum entdeckt man auf der Glocke eingegossen Te Deum Laudamus. Das ist das letzte Überbleibsel der Christen, die vor 300 Jahren einmal hier gewesen waren. Das waren damals Kapuziner und später auch ein paar Jesuiten. Die großen Prozessionen nehmen auch hier ihren Anfang. Man sieht hier bis zu 4 Meter lange silberne Trompeten, mit die der Beginn der Prozession angezeigt wird. Dann haben wir um das Innere des Tempels, um das Heiligtum herum, schon eine kleine Ringstraße. Sie ist abgedeckt und hier gibt es tausende von Gebetsmühlen, die sich Tag aus, Tag ein drehen. Diese Ringstraße wird vor allem benutzt, wenn es schlechtes Wetter gibt. Dann haben wir eine weitere Ringstraße, die sogenannte Barkor, also einen Zwischenring. Er ist nicht sehr lang, vielleicht 500 Meter. Am Abend wird dort spazieren gegangen, aber untertags sind hier die ganz großen Geschäftsstraßen. Hier zum Beispiel der unentbehrliche Tee, der verkauft wird. Dann sehen wir verschiedene Patronen, Munition. Praktisch für jedes Gewehr, das in der Welt erzeugt wird, können Sie hier die richtige Patrone finden. Auch gibt es einen Fleischmarkt. Die Tiere stehen steif an der Wand, weil es gerade Winter ist. Es hat vielleicht minus 20 Grad. Natürlich kann man auch Bücher kaufen. Es sind vor allem religiöse Bücher und rechts sehen wir sogar einige Gebetsfahnen. Aluminiumgeschirr, das muss aus Indien über den Himalaya heraufgetragen werden. Daher müssen die Töpfe so konstruiert sein, dass man 10 bis 15 ineinander schieben kann, damit man keinen großen Platz dafür braucht. Rückwärts sehen wir dann ein Gebäude mit Vorhängen, das ist das Außenamt. Die Vorhänge sind herum, das heißt, dass es gerade geschlossen ist. In diesem Büro war ich ja dann später auch von der Regierung angestellt. Nicht weit entfernt vom Barkor, also vom inneren Ring, finden wir die Türkisenbrücke, so benannt, weil das Dach mit blauen, türkisfarbenen Ziegeln gedeckt ist. Dann führt eine 2 Kilometer lange Straße, eine richtige Allee, zum Norbulinka. Das ist der Sommerpalast des Dalai Lamas, das heißt übersetzt der Edelsteingarten. Hier gibt es viele Hundehütten, wo die riesigen tibetischen Hunde den Garten des Dalai Lama bewachen. Es gibt nun 2 Mauern, eine äußere, eine innere. Wir sind hier bereits bei der gelben, also bei der inneren Mauer, in die ein normaler Sterblicher nicht hinein darf. Später durfte ich selbstverständlich dann auch dort hinein und konnte einige Bilder machen. Hier zum Beispiel einige Meditationstempel, wo eben der Dalai Lama zu verschiedenen Tageszeiten sich aufhielt. Es gibt viele Feste, auch hier große
Tänze, natürlich alles religiöse Veranstaltungen. Allerdings finden diese nur während der Sommermonate statt. Im Herbst zieht der Dalai Lama ja wieder zurück in den Potala und hier sehen wir das Abschiedsfest. Ein riesiger Weihrauchhaufen wird abgebrannt. Die zwei markantesten Wahrzeichen des ganzen Tales sind zwei Felsspitzen. Einmal hier oben der Chakpori, übersetzt Eisenberg, an seiner Spitze ist die Medizinschule der tibetischen Regierung. Natürlich gibt es keine Medizin in unserem Sinne, wie zum Beispiel Chirurgie oder Injektionen, aber trotzdem haben die Tibeter eine große Kenntnis von Kräutern, Mineralien und ihrer Heilwirkung. Vielleicht haben sie etwas, was wir mit Schocktherapie bezeichnen würden, wenn jemand ohnmächtig wird zum Beispiel, macht man ein Stück Eisen in Holzkohle, glühend heiß, dann brennt man Löcher in den Ohnmächtigen und dann kommt er eben wieder zu sich. Hier stehen wir auf der Spitze der Medizinschule und rückwärts sehen wir das zweite Wahrzeichen, den Potala. So wie er hier nun zu sehen ist, besteht er schon seit über 300 Jahren. Er wurde damals vom 5. Dalai Lama errichtet. Leider starb er lange vor seiner Vollendung, aber man muss dem darauffolgenden Regenten sehr dankbar sein. Er wandte nämlich eine List an. Er gab vor, dass der Dalai Lama für sein Volk in einer Zelle meditieren würde. Diese List wandte er deshalb an, weil er sich darüber im Klaren war, dass das Volk Ula, also den sogenannten Frondienst, also Millionen von Granitsteinen auf dem Rücken herbeizuschleppen, wohl für den geliebten Dalai Lama tun würden, aber niemals für einen Regenten. Diese List wandte er dann 9 Jahre lang an, bis der Potala so vollendet war, wie wir ihn hier jetzt sehen. Jedes Jahr wird er einmal weiß gewaschen, ein gefährliches Unternehmen für die Arbeiter. Viele hundert Meter über der Stadt kletterte er natürlich ohne Sicherung über diese Gesimse hinweg. Der Dalai Lama selber wohnt im obersten Stockwerk, denn niemand darf jemals höher gehen, leben oder sitzen als dieser König seines Landes. Der Regent wohnt im nächst tieferen Stockwerk, die Minister noch tiefer. So geht es eben den Rängen entsprechend die Stockwerke des Potala hinunter. Auf der Spitze des Potala sehen wir die goldenen Dächer der Grabmäler der verstorbenen Dalai Lamas. Das sind goldene Tscherten, die 4 Stockwerke in den Bau des Potala hinunterreichen. Hier sehen wir zum Beispiel die Basis dieses Tscherten, und zwar des Tscherten des 13. Dalai Lama. Der Architekt erzählte mir, dass er dafür allein 30.000 Unzen Gold verarbeitet hätte, nicht gerechnet zum Beispiel diese goldenen Butterlampen, die über 1 Meter hoch sind, die fromme Pilger opferten. Die Architektur ist auch sehr interessant, sie ist aber aus Indien übertragen. Dann gibt es natürlich überall Glückszeichen an den Spitzen der Dächer, Drachen als Dachrinnen, als Regenrinnen ausgebaut. Und einmal im Jahr findet hier nun ein großes Fest statt. Für 2 Stunden nur hängt wohl die größte Fahne der Welt vom Potala herunter. Etwa 100 Mönche müssen sie tragen, denn sie ist 60 Meter breit und 40 Meter hoch. Sie ist aus reiner Seide und die goldenen Götter darauf sind aus Brokat aufgestickt. Am Fuße des Potala haben wir dann noch ein sehr wichtiges Wahrzeichen der Stadt, der sogenannte Do-Ring, ein großer Steinobelisk. Auch er ist im 7. Jahrhundert errichtet worden und es steht nun eingraviert, dass damals die Tibeter die Chinesen besiegten. Sie marschierten bis in die Hauptstadt der Chinesen, diktierten dort die Bedingungen, dass die Chinesen sich verpflichten mussten, jährlich 50.000 Rollen Seide als Tribut nach Lhasa zu schicken. Alle diese Wahrzeichen werden eingeschlossen von der sogenannten Linkhor-Straße. Sie ist 8 Kilometer lang und auf der Karte sehen wir sie als strichlierte Linie. Auf dieser Pilgerstraße gibt es nun Jahr aus, Jahr ein die Menschen, die oft zu Tausenden hier zu sehen sind, besonders bei religiösen Festen wie zum Geburtstag oder Todestag von Buddha. Dann gibt es auch noch Verkäufer, und zwar verkaufen sie am Linkhor Zazas. Dieses werden mit Model aus Lehm gemacht und sind eben Darstellungen von verschiedenen Göttern.
Jeder hat natürlich seinen eigenen Schutzgott und so hat diese Frau verschiedene Model, mit denen sie nun diese Tzatzas stanzt. Die Tzatzas werden dann auf Steinhaufen als Opfer zurückgelassen oder in Amuletten um den Hals getragen. Hier haben wir nun eine ganze Sammlung davon. Die Größe dieses Amulettkästchens hat natürlich nichts mit dem Grad der Frömmigkeit zu tun. Der Besitzer dieses Kastens, möchte ich beinahe sagen, bekam eben von seinem Lama eine sehr große Figur und musste dafür dieses Gehäuse schaffen. Vorne haben wir hier übrigens, was die Tibeter Trashi Dargye nennen. Das sind die 8 Glückszeichen der tibetischen Religion. Am Abend, wenn man dann am Reiseziel angekommen ist, werden diese Amulette in Form eines kleinen Altars aufgebaut. Meist trägt man auch eine Butterlampe noch im Gepäck mit, die auch aus Kupfer, aus Silber gemacht werden kann, wie diese. Man sieht hier ein Loch, um den Docht festzuhalten. Sie wird dann mit flüssiger Butter gefüllt und brennt nun die ganze Nacht hindurch. Daneben wird noch eine Opferschale aufgestellt. Man gibt Reis oder Gerste hinein. Das sind eben die Nahrungsmittel, die Opfer für ihre Götter. Es gibt dann diese Amulette nicht nur aus Kupfer, wie wir sie hier sehen, sondern eine reichere Frau oder ein Kaufmann kann sie dann aus Silber treiben lassen, ja sogar aus Gold werden sie gemacht. Die Frauen haben sogar modernere Formen entwickelt, wie diese hier, viereckig, die außerdem mit sehr schönen blauen Türkisen besetzt ist. Immer wieder sehen wir, dass durch das Fenster der Schutzgott herausschaut und wenn wir diese aufmachen, sehen wir ein Tzatza drinnen. Diese Tzatza haben wir ja schon am Linkor kennengelernt. Sie werden ja dort mit solchen Modeln, mit solchen Formen gestanzt aus Lehm. Hier zum Beispiel sind 49 Buddhas dargestellt. Dann eine winzig kleine, mit Filigranarbeit in Silber gemacht, mit einem winzigen Türkis. Eine ganz gewöhnliche Fensterscheibe sehen wir hier, die dann den Buddha schützen soll. Und liebevoll in Seide gebettet sehen wir auch dann die Figur. Nicht immer sind nun Götter Tzatzas in diesen Amuletten, sondern es kommt auch vor, dass man Gegenstände des Dalai Lama, Kleider, Schriftstücke hineingibt, denn alles, was vom Dalai Lama kommt, gilt für die Leute wie heilig. Und wenn ich zum Beispiel von einem Besuch bei ihm zurückkam nach Hause und hatte irgendetwas von ihm geschenkt bekommen, ob es nun auch nur etwas aus der Küche war, dann hat man von mir immer die Reis, die Gerstenkörner genommen und hat sie dann in solche Lederbeutel hineingegeben und ebenfalls als Amulett mit sich getragen. Sonst war ja der direkte Kontakt zwischen dem Dalai Lama und seinem Volk sehr selten, denn seine Position war ja die, dass er nicht nur der weltliche, sondern auch der religiöse Herrscher seines Landes war. Als einziges Vergnügen hatte er einen Feldstecher und von dieser Terrasse aus konnte er dann die Untertanen in der Stadt beobachten. Zum Beispiel bei den Tänzen in den Gärten oder wie hier bei einer Teeparty. Das sind übrigens die Prinzessinnen aus Sikkim, Kukula und Kula. Sie waren in Lhasa verheiratet und zwar mit den Söhnen von 2 früheren Dalai Lama-Familien. Wenn man aber dann merkte, dass der Dalai Lama auf seiner Terrasse war, zog man sich meist diskret in die Häuser zurück, weil man eben sein Herz nicht schwer machen wollte. Man wusste, dass dieser 14-jährige Junge ganz allein, ohne Spielgefährten und Familie von Mönchen zum zukünftigen König seines Landes erzogen wurde. Seine größte Freude war aber dann, wenn der Winter vorüber war und er von diesem Potala in den Norbulinka, in den Sommergarten übersiedeln durfte. Für das Volk war das endlich eine Gelegenheit, in seiner Nähe zu sein, und von weit und breit eilten sie herbei. Demütig neigen sie ihre Häupter oder werfen sich in den Staub, um ihre Verehrung zu beweisen. Ich selbst versuchte an diesem Tage auch den Dalai Lama endlich einmal von der Nähe zu sehen und tatsächlich schaute er aus seinem Fenster heraus, er lächelte mir zu. Ich hatte mich natürlich nicht in den Staub geworfen.
Für die Beamten war dieser Tag auch von großer Bedeutung, denn ein Gesetz schrieb vor, dass an diesem Tag die Winterkleider in Sommerkleider gewechselt werden mussten. Ob es nun am nächsten Tag kalt war und der Wind blies, war dabei völlig egal. Wir wurden immer wieder von der Regierung zu den verschiedensten Arbeiten eingesetzt, vor allem eben dann, wenn es galt, westliche Ideen auszuführen. Aufschneider als Landwirtschaftsingenieur baute Bewässerungskanäle, legte Versuchsfelder an, er sollte ja den Ackerbau des Landes verbessern. Später baute er noch die Anlagen für ein neues Kraftwerk. Ich bekam dann eines Tages den Auftrag, am Kitschu, der an Lhasa vorbeifließt, einen Damm zu bauen. Jedes Jahr, wenn der Monsun kam, gab es in den Parkanlagen von Lhasa große Überschwemmungen. Vor allem war dann auch der Sommergarten des Dalai Lama in Gefahr. Ich bekam nun hunderte von Arbeitern, um einen kilometerlangen Damm zu bauen. Von diesen Arbeitern waren nur etwa 10% Männer, das andere waren Frauen. Der Frauenüberschuss entsteht eben durch die Vielmännerei, aber auch durch die Mönche, die ja im Zölibat leben. Die Frauen waren auch nicht sehr kräftig, oft haben drei an einer einzigen Schaufel gearbeitet, zwei haben einen Strick gezogen und eine führte den Schaufelstiel. Immer wieder gab es Unterbrechungen. Wenn ein Wurm gefunden wurde, musste man ihn behutsam auf die Schaufel legen und in Sicherheit bringen, um damit eben ein Leben zu retten. Später kam dann der Monsun, obwohl der Damm noch nicht fertig war, und nun forderte ich weitere Arbeiter an, es gab aber keine. Und so brachte man mir mehrere hundert Bettler, die es ja reichlich in Lhasa gab. Ich bestand dann darauf, dass ich sie jeden Tag mit einem Tranker auszahlen kann. Das war auch eine Neuerung in Tibet. Außerdem bekamen sie von mir Tee und Suppe. Ich hoffte, sie da mithalten zu können. Aber nach 3 Tagen waren sie alle wieder fort. Kein einziger erschien mehr. Sie sahen einfach nicht ein, nachdem er schon 3 Tranker hat. Das genügt ihm für 14 Tage zum Leben, denn für einen Tranker kann er sich ja ein ganzes Säckchen Mehl kaufen. Er ist eben dann lieber auf den Linkor gegangen und hat dort seine Gebetsmühle gedreht. Das tibetische Geldsystem ist übrigens deshalb interessant, weil die Tibeter schon seit Jahrhunderten ein Dezimalsystem kennen. Die Trankas sind aus Silber und mit der Hand geprägt. Das war mein Gehaltsbrief, der mich verpflichtete, die verschiedenen Arbeiten auszuführen. Danach bekam ich aber auch 500 Rupie, das waren etwa 400 Mark, also ein sehr, sehr schönes Gehalt. Interessant ist, wenn man vielleicht das Datum anschaut, es war im 10. Monat ausgestellt, am 18. und des Jahres Feueraffen. Die Tibeter rechnen ja nicht wie wir mit Zahlen, sondern sie haben 5 Elemente, die sie mit 12 Tieren paaren, also 5 mal 12 ist 60. Sie haben einen Zyklus von 60 Jahren. Wir lebten dann im großen Haus von Zarong. Es war ein richtiger Palast. Etwa 50 Diener waren darin angestellt. Immer wieder gab es große Einladungen. Bis zu 100 Gäste wurden hier verköstigt. Dabei floss natürlich auch sehr viel tibetisches Bier. Und wenn man etwas zögerte, dann kamen die sogenannten Biermädchen. Hier sehen wir einige von ihnen. Sie tragen etwa um 50.000 Mark Juwelen am Körper, auch Brokatkleider. Das waren natürlich nicht ihre eigenen Schmuckstücke, sondern sie waren geliehen. Es waren eben nur besonders hübsche Mädchen. Wenn man nun etwas faul beim Trinken war, etwas zögerte, dann kam ein Mädchen links, eine rechts und eine dritte sogar mit dem Bierkrug, die dann das Bier in den Mund schüttete, egal ob dann die Seiden- oder Brokatkleider dabei beschmutzt wurden. Natürlich gab es auch Beamte und Männer, die sich freiwillig sozusagen dazu zwingen ließen, nur um von diesen hübschen Mädchen eben bedient zu werden. Das waren nun die Kinder von Zarong. Eines Tages entdeckte man, dass der jüngste Sohn eine Inkarnation sei, also ein Bodhisattva, eine Wiedergeburt eines Buddha. Er wurde nun von Mönchen abgeholt mit einem Abthut.
reitet er durch die Stadt, alles verneigt sich auch vor ihm. Offensichtlich ist er sich seiner Würde bewusst. Er geht jetzt in das Kloster Drigung, er heißt Drigung Rinpoche und ist dort der große zukünftige Herr. Auch der Dalai Lama ist nur einer von etwa 1000 Wiedergeburten, ähnlich wie der junge Zarung, nur nimmt der Dalai Lama eine viel höhere Position im Göttersaal der tibetischen Religion ein. Dieser Göttersaal ist vielleicht am besten zu vergleichen mit dem Pantheon der Griechen. Ein großer Irrtum ist jedenfalls, wenn man glaubt, dass der Dalai Lama die Wiedergeburt des Gautama Buddha ist, der vor 2500 Jahren gelebt hat. Hier besucht nun der jetzige, der 14. Dalai Lama, gerade das berühmte Kloster Ganden mit etwa 6000 Mönchen. Es ist ein berühmter Pilgerplatz deshalb, weil hier Tsongkhapa, der vor 300 Jahren die tibetische Religion reformierte, sein Grabmal hat. Der Dalai Lama ist natürlich heute das Oberhaupt dieser reformierten Sekte. Man nennt sie in Tibet Gelugpas. In Europa bezeichnet man sie manchmal als gelbe Kirche, weil sie gelbe Wollhüte tragen. Der Dalai Lama reitet hier auf dem sogenannten Lingkor, also die Ringstraße um das Kloster Ganden herum. Sie führt bis auf 6000 Meter hinauf und deshalb reitet er einen weißen Yak. Er hat gar keine Hörner, damit er ihm nicht sehr gefährlich werden kann. Die Pferde verwendet man für diese Höhen nicht so gerne. Der Buddhismus kam ja erst im 7. Jahrhundert aus Indien über China nach Tibet herein. Und damals bekam man wohl nicht gleich genug Anhänger und so übernahm man einige Dämonenriten aus dem vorbuddhistischen Glauben, aus dem Bön-Glauben, aus dem Bönismus. Und diese Mischung, die damals entstand, nennt man heute die Karmapas, die Karkyubas, die sogenannten roten Sekten, von denen es noch kleine Gruppen in Tibet gibt. Allerdings spielen sie in der Politik überhaupt keine Rolle. Die Auffindung des Dalai Lama ist sehr kompliziert. Man nimmt Omen, Orakelsprüche, Weissagungen, auch die Sterne. Vor allem aber, was der Dalai Lama selber vor seinem Tode aussagt, das ist ganz besonders wichtig, auch in welcher Richtung er sich neigt, wenn er stirbt. Das ist die Richtung, in die man dann die Missionen hinausschickt, um unter Tausenden von Buben jenen herauszufinden, der auf diese Beschreibung eben am besten passt. Die Mission, die den jetzigen Dalai Lama suchte, ging nach Nordwesten in die Provinz Amdo, etwa 1000 Kilometer entfernt von Lhasa und waren verkleidet, damit man sie nicht gleich als eine Mission, die den Dalai Lama suchte, erkannte. Und trotzdem, als sie nun den Bauernhof betraten, lief der kleine Bub, er war damals 2 Jahre alt, sofort auf einen verkleideten Lama hin, sprach ihn an mit Sera Lama, Sera Lama. Und tatsächlich war er ja ein Lama aus dem Kloster Sera. Er nahm ihm auch sofort die Holzgebetskette vom Hals, also mit Holzperlen, obwohl eine viel buntere zur Verfügung stand. Aber diese Holzgebetskette hatte ja dem 13. Dalai Lama gehört. Er trennte sich auch von ihr nicht mehr. Man musste sie ihm erst in der Nacht, als er schlief, mühsam aus den Händen nehmen, weil man sie ja für weitere Tests brauchte. Es finden also Tests statt und so muss er zum Beispiel auch einen Spazierstock erkennen. Obwohl es nun mehrere davon gibt, hat der jetzige Dalai Lama den richtigen sofort erkannt. Auch körperliche Merkmale spielen eine große Rolle. Jedenfalls ist es der Glaube, der entscheidend ist. Die Tibeter in ihrer Religion nehmen eben an, dass der Dalai Lama immer der gleiche ist. Er wird immer wiedergeboren, nur in einer anderen körperlichen Form. Daher muss er auch die Gegenstände, die er im vorherigen Leben sozusagen gebraucht hat, wieder erkennen. Es gibt die nette Anekdote vom 13. Dalai Lama. Eines Tages sagte einer der Minister zu ihm, dass die Verfügung, die er getroffen hätte, sei vielleicht nicht ganz richtig, denn der 5. Dalai Lama hätte das anders gemacht.
Der 13. Dalai Lama sagte zu dem Minister nur, wer war denn der 5. Dalai Lama? Der Minister warf sich sofort auf den Boden, bat um Verzeihung, denn er hatte am Glauben gezweifelt, denn für die Tibeter ist ja der 5. oder der 13. immer der gleiche. Hier sahen wir gerade die Mutter des Dalai Lama, die an dieser Prozession mitgemacht hat. Inzwischen gehen diese Zeremonien in Ganden zu Ende. Er hat hier auch gepredigt und aus der Heiligen Schrift gelesen. Er beschenkt alle Mönche. Sie bekommen nicht nur Geld, sondern zum Schluss gibt es ein großes Festessen. Meist besteht es aus Reis mit Rosinen. Das ist also ein ganz besonderer Leckerbissen. Dann beginnt der Rückweg zurück nach Lhasa in seinem Palast, dem Potala. Eines Tages brachten Diener des Dalai Lama eine Filmkamera. Ich sollte für den Dalai Lama das Leben in Lhasa drehen, aber auch Prozessionen, an denen er selber nicht teilnehmen musste. Später bekam ich den Auftrag, auch noch ein kleines Kino im Sommergarten zu bauen. Schon am ersten Tag, da mussten die hohen Beamten, seine Lehrer, vorne im dunklen Zuschauerraum sitzen. Er aber stand mit mir hinter dem Projektionsapparat, presste immer wieder vor Begeisterung meine Hand. Von diesem Tage an begann eine herzliche Freundschaft zwischen diesem jungen König der Tibeter und mir. Ich gab ihm Unterricht in Geografie, im Rechnen, wir zeichneten Landkarten und fotografierten. Für mich jedenfalls war es die schönste Zeit meines Lebens, diesem jungen Menschen etwas geben zu können. Es muss wohl auch für den Dalai Lama interessant gewesen sein, denn Sie müssen verstehen, der Dalai Lama wird ja von alten Mönchen erzogen, die um 2 Generationen älter sind als er und außerdem noch nie ihr Land Tibet verlassen haben. Immer wieder gab es dann Unterbrechungen, wenn der Dalai Lama an Gebetsübungen teilnehmen musste oder in Klausur ging. Aber für diese Zeit hatten wir bereits eine Geheimschrift entwickelt, und zwar in tibetischer Sprache, aber in Lateinschrift, und ich brachte ihm dann sogar noch gotische deutsche Schrift bei, die natürlich überhaupt niemand lesen und verstehen konnte. Und hier sind nun seine ersten Versuche zu schreiben. Und das, hier dieser Brief beginnt mit Henrik La from Potala. Also von Potala an Henrik. Henrik war ja mein Name. Er selber unterschrieb sich meist als Watimitta, und zwar war das eine Form von MacArthur, den er sehr bewunderte. Die liebste Erinnerung für mich ist aber dieser kleine Briefumschlag. Eines Tages hatte er mich gefragt, wie wir denn Blitz und Donner erklären. Für sie hat das natürlich nur religiösen Sinn, und ich hatte das mit der positiven und negativen Wolke dann eben ihm erzählt. Und auf diesem Brief sehen wir, in der Kutsche sitzen wir beide, er hat uns beide mit dem Namen dort bezeichnet, und unten auch in den Wolken hat er unsere Namen hineingeschrieben. Der Blitz fährt nun hinunter auf das Wort Enemy, das englische Wort für Feind. Er meinte damit, unsere Feinde würden schon zerstört werden. Die einzige Zeitung kam aus Kalimpong in Westbengal. Etwa 500 Exemplare wurden gedruckt. Einige gingen zu den Tibetologen in die ganze Welt hinaus und etwa 100 Exemplare wurden nach Lhasa geschickt. Natürlich brauchten sie viele Wochen, bis sie die Hauptstadt erreichten. Diese Nummer ist dem Geburtstag des Dalai Lama gewidmet. Wir sehen rechts auch die Nationalflagge der Tibeter. Die ersten paar Seiten behandeln die Weltpolitik. Erst im Inneren findet man Lokalnachrichten. Hier zum Beispiel, was zu dieser Zeit das Orakel prophezeit hat. Man liest, dass Mao Zedong im Osten wieder wie ein Regenbogen verschwinden wird, weil im Norden eine zweizüngige Kobra sich ausstrecken wird und nur, scheinbar die Russen, und nur der Dalai Lama wird das Ganze wie eine strahlende Sonne überleben. Es gibt auch Anzeigen, und zum Schluss ist etwas ganz Wichtiges, das sind die Preise auf dem Wollmarkt in der ganzen Welt, denn die Wolle war ja der wichtigste Exportartikel der Tibeter.
Aus der Tatsache, dass die Tibeter nun in Lhasa die Zeitung lesen, ersehen sie aber, dass man nicht so verschlossen leben wollte, wie man immer in der Welt geglaubt hatte. Der 13. Dalai Lama hat schon Reformen eingeführt, denn er wusste genau, dass man im Vergleich zum West natürlich hier sehr rückständig lebte und der jetzige junge 14. Dalai Lama wollte sie fortsetzen. So hat er eine neue Verfassung entworfen, nach dem Vorbild der Engländer. Auch eine neue Stadt Lhasa sollte gebaut werden. Aufschneider und ich sollten auch dann die Kanalisation machen, denn bis zu diesem Zeitpunkt wurde der Unrat, der Schmutz ja nur von den Hunden beseitigt. Eine andere Hygienepolizei gab es nicht. Man darf allerdings nicht vergessen, dass in diesem Land, das zwischen 4.000 und 6.000 Meter Höhe liegt, das Klima völlig trocken ist, aride, es gibt praktisch überhaupt keine Verwesung. Man kann zum Beispiel ein Schaf schlachten, dann wird das Fleisch aufgehängt und Sie können nun dieses luftgetrocknete Fleisch nach 10 Tagen oder 10 Jahren essen, es ändert sich überhaupt nicht mehr. Auf diese Weise kann man auch zum Beispiel Tote beisetzen. Sie werden weit hinauf in die Berge getragen und dort ausgesetzt und vertrocknen dann ähnlich wie Mumien. Die häufigste Art der Bestattung war aber dann im Süden die, dass man die Leichen verbrannte, weil es dort sehr viel Holz gab. Und im Landesinneren, zum Beispiel in Lhasa, gab es sogenannte Domden. Diese mussten die Toten in kleinen Felsgruben zerstampfen und sie wurden dann eben den Geiern, den Adlern gefüttert. Man wusste, dass nur die Seele alles überleben wird und die Körper wollte man auf diese Weise beseitigen. Diese Totenzeremonien fanden unter Beisein von Mönchen statt, die dabei gebetet haben. Und wenn der Tote ein Heiliger war, ein Lama, dann hat man einige Knochen als Reliquien aufbewahrt. Man hat auch von diesen Knochen dann manchmal sogenannte Knochenschürzen gemacht. Die kostbarsten Knochenschürzen, genannt Rückien, wurden allerdings aus Elfenbein geschnitzt. Diese klingelten dann außerdem wunderschön, wenn sich die Mönche im Tanze drehten. Hier betreten diese Tänzer gerade den Hof des Potala anlässlich des großen Neujahrsfestes. Mit Vorderladern beginnt man das Neujahr, wie bei uns mit Böller oder Raketenschießen. Die Tibeter rechnen ja mit dem Mondkalender und so verändert sich der Beginn des Neujahrsfestes von Jahr zu Jahr. Es dauert dann 3 Wochen lang, es gibt eine Pause und dann noch einmal 2 Wochen, im Ganzen also 5 Wochen. Das sogenannte Hashang betritt mit seinen Kindern den Hof, um den Winter zu vertreiben. Diese Tänzer mit den Knochenschürzen nennt man Schwarzhut-Tänzer. Fälschlich werden sie manchmal auch als Teufelstänzer bezeichnet. Jeder Schritt muss genau einstudiert werden und diese speziellen Mönche tun eigentlich das ganze Jahr über nichts anderes, als diese Schritte zu üben. Hier wird gerade mit einem Butterkessel, der umgestürzt wird, der Winter endgültig nun vertrieben. Natürlich müssen alle Beamte, ob Mönche oder Weltliche, an den Feierlichkeiten teilnehmen. Im Dukhang, dem größten Tempel, zelebriert der Dalai Lama selbst den Gottesdienst. Die Predigt des Dalai Lama wird vom Gebetsgesang der Mönche häufig unterbrochen, wobei der Umdze, ein Mönch vom hohen Rang, mit tiefer Stimme vorbetet und den Einsatz dazu gibt. Am Tag darauf findet der offizielle Empfang am Hofe des Dalai Lama statt. Genau den Rängen entsprechend gehen Sie jetzt zum Thron des Dalai Lama hinein. Anschließend machen auch die wenigen ausländischen Vertreter ihre Aufwartung. Wir gehörten nun nicht mehr dazu. Entsprechend unserem 5. tibetischen Rang reihten wir uns in unsere entsprechende Gruppe der tibetischen Adeligen ein. Hier Trichang Rinpoche, das ist der Religionslehrer des Dalai Lama, er war auch eine Inkarnation, eine Wiedergeburt.
Er war wohl der Gescheiteste, der Gelehrteste aller Tibeter. Er ist auch jetzt in Indien beim Dalai Lama und gibt Journalisten oder Wissenschaftlern Auskunft, wenn diese etwas über die Geschichte Tibets wissen wollen. Nur wenn ich vom Dalai Lama den Auftrag zum Filmen hatte, wie zum Beispiel bei dieser Zeremonie, versteckte ich mich mit der Kamera hinter einem Vorhang. Dieses Verlangen stellte der Dalai Lama selbst. Er wollte nicht, dass irgendjemand in seinem religiösen Empfinden verletzt würde. Die höchsten Adeligen werfen sich dreimal vor dem Dalai Lama auf den Boden. Die verschiedenen Insignien der Regierung werden hier vom Dalai Lama selber gesegnet. Abschließend werden hier noch Katas ausgebreitet. Hier kommt übrigens Lobsang Samtenla, der ältere Bruder des Dalai Lama, der ja die Briefe zwischen uns hin und her trug. Der Dalai Lama lacht nun deutlich zu mir herüber. Er weiß natürlich, dass ich hinter dem Vorhang versteckt bin. Noch einmal Trichang Rinpoche. Hier sehen Sie nun den Abschluss dieses Tages. Das Volk wirft Katas als Ausdruck ihrer Verehrung zum Dalai Lama hinauf. Eingewickelt sind Münzen, die gleichzeitig eine Opfergabe bedeuten. Aber leider stand schon dieses Fest im Schatten böser Omen. So fiel eines Tages auch die Norbu-Krone von einem Steinobelisk herunter, auch erschien der Halleische Komet am Himmel und immer wenn er erschien, gab es böse Zeiten für Tibet. Nun wurde das Orakel befragt, es gibt verschiedene Orakel, das berühmteste ist das Staatsorakel. Das sind nun medial veranlagte Mönche, die sich in Trance werfen. Sie haben dabei ein entstelltes, aufgedunsenes, aufgeblasenes Gesicht. Sie lallen irgendetwas hervor. Ich sprach damals schon recht gut Tibetisch. Ich konnte sie aber kaum einmal verstehen und habe daher manchmal den Verdacht geschöpft, ob nicht der Sekretär, der nun mit fliegender Hand alles mitschreibt, das wirkliche Orakel des Landes ist. Dieses Mal entschied das Orakel, dass das Land in Gefahr sei, vor allem von Osten und vom Norden her. Die Regierung bekam es nun etwas mit der Angst zu tun. Sie schickte einen Hilferuf an die UNO. Aber diese beschränkte sich auf eine kurze Antwort. Sie hoffte, dass Tibet und China zu einer friedlichen Einigung kämen. 10.000 neue Soldaten wurden rekrutiert, auch viele Mönche gingen an die Front. Die tibetische Armee war nach englischem Muster ausgebildet, ebenfalls auch ausgerüstet. Hier sehen wir sie nun beim Üben mit den ganz neuen Waffen. Die Truppen wurden vom Dalai Lama gesegnet, sie bekamen auch neue Regimentsfahnen. Die Offiziere waren natürlich Adelige und hatten den vierten Rang. Man beschloss nun, die Truppen an die Front zu schicken. Voran reiten hier die Dudelsackpfeifer. Alle Soldaten waren mit vielen Glücksschleifen überhäuft worden. Die ganze Bevölkerung von Lhasa säumt die Straßen. Vor allem wollten wir noch das Kloster Trashi Lumpo besuchen. Das ist der Sitz des Panchen Lama. Der Panchen Lama war vor 200 Jahren der Religionslehrer des Dalai Lama gewesen. Und aus Verehrung für seinen Religionsprofessor hat er ihn dann im Göttersaal, im Götterthron, nicht auf gleicher Höhe oder tiefer setzen können, sondern er hat ihn über sich gestellt und gesetzt. Und das haben die Chinesen immer wieder ausgenützt. Für das tibetische Volk hat es allerdings nie etwas bedeutet. Für die Tibeter ist immer der Dalai Lama der weltliche und höchste religiöse Herrscher gewesen. Der jetzige Panchen Lama wurde ja in China erzogen, betrat auch tibetischen Boden mit den Truppen zum ersten Mal, mit den Truppen Mao Zedongs und die Tibeter haben ihn weder gewählt noch jemals anerkannt. Er ist immer eine Marionette der Chinesen gewesen. Natürlich konnten diese wenigen tibetischen Soldaten der ungeheuren Armee Mao Zedongs nicht standhalten. Man beschloss in Lhasa, den Dalai Lama in Sicherheit zu bringen und so begann eine Flucht 500 Kilometer über den Himalaya zur indischen Grenze, an der ich teilhaben durfte. Die Kolonne bestand aus etwa 2000 Tieren und 500 Mann.
Es ging vorbei an Gletschern, die Mönche und die Adeligen waren in Pelzmäntel eingehüllt. Wenn es ein Kloster am Weg gab, übernachtete natürlich der Dalai Lama dort. Weiter im Süden, als es bewohnter wurde, konnte man beobachten, dass auf beiden Seiten der Fluchtstraße die Bauern weiße Steine ausgelegt hatten, um die bösen Geister am Überqueren der Fluchtbahn zu hindern. Der Dalai Lama sitzt in dieser kleinen Sänfte, die man eigens dafür gebaut hatte, und damit wird er über den Himalaya getragen. Im Chumbital, wo es bereits bewaldet und wärmer war, dort nahm der Dalai Lama dann im kleinen Kloster Dunkar Gompa Zuflucht. Von hier aus verhandelte der Dalai Lama mit den Chinesen, bekam einen Vertrag, in dem er als König des Landes bestätigt und seinem Volk Glaubensfreiheit zugesichert wurden. Ich aber verabschiedete mich nun hier im Chumbital und ging allein Richtung Indien. Mein Freund Peter Aufschneider verließ Tibet etwas später, weiter im Westen, um Nepal zu erreichen. Ich ging nun wieder einmal über die Pässe des Himalaya ganz allein, und als ich zurückschaute, da war mein Herz sehr schwer. Denn ich wusste, dass ich meine Freunde in Tibet wohl nie mehr wiedersehen werde. Der Dalai Lama, er lebt ja jetzt im Exil in Indien. Persönlich möchte ich nur hoffen, dass er, der ja im Glauben der Tibeter die Wiedergeburt des Gottes der Gnade ist, dass er wenigstens als solcher wieder einmal als der rechtmäßige Herrscher in sein freies Land Tibet zurückkehren darf. Als ich ihm im Chumbital zum letzten Mal die Hand gab, da sagte er zu mir, Hlakje Lo, die Götter werden siegen. Dann haben wir dann